Hallo, mein Name ist Luca und meine Damen und Herren, herzlich willkommen heute mal wieder zu... ich hab's vergessen zu ändern. Wir schauen uns heute mal wieder einige eBay-Kleinanzeigen-Fails an, allerdings keine Fails im Sinne von komische Angebote, Rechtschreibfehler, keine Ahnung was, sondern Chats. Das hier ist der erste Chat. Und zwar verkaufte jemand ein iPhone. Die Person, die das iPhone kaufen will, schreibt 2 Euro nur Handy okay. Also er bietet dem Verkäufer 2 Euro für ein iPhone an. Da kann man auch echt mal klatschen. Daraufhin schreibt der Verkäufer, was nur Handy? Handy tauschen, tauschen gegen S8. Also der Verkäufer denkt, dass der Käufer das iPhone, was er verkauft, tauschen will. Daraufhin schreibt der Käufer wieder, nee, Nokia mit Tasten und 2 Euro. Okay, Waller mit Tast ist besser als diese iPhone. Wer kennt's nicht? Den neuen iPhone. Machen wir allerdings direkt weiter mit dem nächsten eBay-Fail. Und zwar verkaufte jemand eine Mütze. Ihr seht schon, der Käufer fragt, ob er sie auch für 1,15 Euro kaufen kann. Die Mütze steht allerdings im eBay-Kleinanzeigen für 2 Euro drin. Deswegen schreibt der Verkäufer, nein, tut mir leid, die Mütze ist neu und deshalb möchte ich schon gerne noch 2 Euro dafür haben. Die Antwort vom Käufer daraufhin ist, du Geier. Ja. Da kann ich ihm tatsächlich recht geben. Wer verkauft denn eine Mütze für 2 Euro, Alter? Der nächste Chatverlauf ist wieder so richtig, richtig bescheuert. Jemand verkauft hier ein Bett und ein möglicher Käufer schreibt, ist in diesem Bett schon jemand gestorben? Daraufhin schreibt der Verkäufer, nein, ich ziehe aus und habe ein neues. Der potenzielle Käufer schreibt dann wiederum, wie viele Leute passen in diese Bett? Daraufhin bekommt er die Antwort, 1 bis 2, die Matratze ist 1,40 Meter breit. Dann fragt er noch, ist Flecken auf Matratze, welches? Okay. Daraufhin antwortet der Verkäufer, nein. Oh. Dann nichts für mich. Er sucht also eine Matratze mit Flecken. Ja, okay. Hier verkauft jemand eine Hose auf eBay und der mögliche Käufer fragt, hallo, haben Sie die Hose auch in Größe 48? Liebe Grüße. Daraufhin schreibt der Verkäufer, guten Abend, tut mir leid, nein, ich verkaufe nur diese eine Hose. Der Fragesteller zeigt sich dementsprechend kooperativ und bedankt sich, schreibt, ich verstehe, Arschloch. Es ist super, wie freundlich die Leute da sind. Machen wir allerdings direkt weiter mit dem nächsten eBay-Fail. Und zwar verkaufte jemand ein iPhone 6 mit 64 GB. Daraufhin schreibt ein Käufer, ich kaufe sofort. Wenn Sie Zeit haben, können Sie jetzt kommen. Wenn Sie können, mich kommen, ich bezahle 360. Meine Nummer ist, können Sie jetzt kommen? Können Sie jetzt? Er macht also ordentlich Druck und daraufhin schreibt der Verkäufer, sorry, Handy wurde anderweitig reserviert. Daraufhin kam dann einfach nur noch die Nachricht, das ist unfair. Ja. Das fände ich auch unfair. Hier verkauft jemand einen Audi Q7, also einen Audi Geländewagen. Daraufhin schreibt ein Käufer, tauschen Sie auch gegen einen Rasentrecker, kann in Lehtsdorf abgeholt werden. Er will also einen Audi Q7 nicht kaufen, sondern tauschen gegen einen Trecker. Alles klar. Der Verkäufer schreibt daraufhin, sehr geehrte Damen und Herren, wenn ich das richtig verstehe, wollen Sie einen Rasentrecker gegen ein 16.999 Euro teures Auto tauschen und wir sollen den Trecker abholen? Ja. Daraufhin fragt der Verkäufer, ist der aus Gold? Nein, der ist rot. Kommen wir allerdings nun zu dem, wie ich finde, in dieser Folge mit bescheuertsten eBay-Chat-Fail. Und zwar verkaufte jemand einen BMW. Der Käufer fragt 10.500, beziehungsweise er schreibt einfach 10.500. Der Verkäufer antwortet daraufhin einfach okay. Daraufhin der mögliche Käufer wieder ja oder nein. 10.500 komme morgen abholen. Also er beschließt einfach schon, dass er das Ding einfach abholen wird. Ach, Sie wollen den BMW für 10.500 Euro kaufen? Das tut mir leid, das hatte ich nicht verstanden. Da stand nur eine Zahl. Und nein, für den Preis bleiben Sie lieber zu Hause. Also der Verkäufer zeigt hiermit ganz klar, hey, das ist mir zu wenig Geld. Die Antwort von dem möglichen Käufer ist daraufhin ganz freundlich. Du Hurensohn. Also, da würde ich mir dann doch nochmal überlegen, ob ich an dem vielleicht doch verkaufen würde. Hier verkauft jemand einen Kühlschrank und bekommt direkt die Nachricht von einem möglichen Käufer 40 Euro. Also direkt ein Angebot, was günstiger ist als das, was er eigentlich für den Kühlschrank haben möchte. Daraufhin schreibt er einfach nein. 50 Euro ist okay. Nein. Okay, 50 Euro kommen sofort. Nein. Das ist so nice. Ich fand diese eBay-Kleinanzeigen-Angebots-Fails ja schon mega nice. Dazu habe ich ja auch schon 5-6 Videos hochgeladen. Roller fast schnell wie Mercedes. Aber diese Chats setzen dem Ganzen an Dummheit wirklich noch was obendrauf. Also, das ist Wahnsinn. Auch hier der nächste. Letzte Preis, bitte wen ich selber abholen. Er antwortet, hallo, 115 Euro, 80 Euro kann ich auch selber abholen. Für 80 Euro können Sie auch zu Hause bleiben. Sie haben meine Gefühle verletzt.
kommt, also, ist aber auch egal, ich glaube, ich muss auch gar nicht verstehen, wie die Leute auf die ganzen Nachrichten kommen und warum sie dann solche komischen Sachen schreiben. Allerdings habe ich euch ja vor einigen Videos bereits dieses neue Popsocket vorgestellt, das am 1.6. neu launchen wird im super-shop.de. Und heute möchte ich euch das zweite der 5 neuen Produkte zeigen, die wie bereits gesagt am 1.6. um 15 Uhr im Luca-Shop launchen werden. Und zwar ist es dieses T-Shirt. Und nein, das ist kein Produktionsfehler, falls es irgendwelche Komiker jetzt denken. Das sind zwei verschiedene Stoffe zusammengenäht zu einem T-Shirt und wir haben hier Frotte. Hier haben wir Frotte drauf und hier ganz normalen Print. Das geht super einher mit unserem Kollektionsgedanken. Den werde ich euch demnächst vorstellen, wenn ich alle 5 Produkte in einem Video nochmal gesondert vorstellen werde. Aber das hier ist auf jeden Fall auch ein Shirt, was am 1.6. neu launchen wird im Luca-Shop.de. Ich habe mich gerade gefragt, warum es nach Frauenparfüm riecht, aber das war, glaube ich, weil Jule das anhatte. Spasti. Aber ja, Freunde, das eben ganz kurz nochmal ein wenig Information bezüglich 1.6. Luca-Shop. Also das hier sind schon mal 2 Produkte, die ihr mittlerweile dann schon kennt, die neu launchen werden am 1.6. Aber wir machen jetzt weiter mit dem nächsten eBay-Chat-Verlauf und der hat es definitiv in sich. Hier schreibt eine Person mit einem anderen eBay-User namens Sascha. Und zwar schreibt dieser Sascha, hallo, für 70 Euro würde ich das Handy heute holen. Der Typ, der das Handy verkauft, schreibt, für 100 Euro kann es gerne abgeholt werden. Also er will 30 Euro mehr haben. Daraufhin antwortet der Sascha, ganz stumpf, für 100 darfst du mir einen blasen. Sascha! Sascha, du bist wirklich, wahrscheinlich sind deine Eltern nicht zufrieden mit dir. Und auch der nächste eBay-Chat-Verlauf, meine lieben Zuschauer, hat es komplett in sich. Und zwar schreibt dir jemand, hallo, ist das Bett noch zu haben? Also, da verkauft jemand ein Bett. Er fragt freundlich nach, ist das Bett noch zu haben? Er bekommt die Antwort, hallo, leider nicht mehr, ich habe vergessen, es rauszunehmen, mache ich sofort LG? Also auch eine ganz freundliche Antwort. Daraufhin schreibt die Person wieder, okay, super, sonst lecke ich dich. Ich weiß nicht, wie man auf so eine Scheiße kommt. Oder auch dieser eBay-Chat, ey Freunde, ich kann wirklich nicht mehr. Hier verkauft jemand ein ferngesteuertes Auto. Der Käufer schreibt geiles Gerät. Er schreibt Interesse. Ich meinte das in meiner Hose. Warum? Oder auch bei diesem eBay-Fail. Ey, Freunde, ich kann wirklich nicht mehr. Hier schreibt jemand, er sucht einen Gitarristen. Daraufhin schreibt ein möglicher Gitarrist dann ja anscheinend, hallo, ich möchte abholen. Der Verkäufer in dem Fall, also derjenige, der den Gitarristen sucht, schreibt, haben Sie verstanden, worum es in dieser Anzeige geht? Nein. Kann es sein, dass du dumm bist? Hello, guten Tag, ich habe Interesse, das Fahrrad, wie kostet mit freundlich Gruß Mehmet? Das ist die Nachricht, die dieser eBay-User hier geschrieben hat. Daraufhin bekommt er die Antwort, wie viel würdest du denn zahlen? Daraufhin schreibt der Mehmet, hinten Felge kaputt, besser verschenken geben. Also er würde gar nichts zahlen, er möchte es einfach geschenkt bekommen. Gute Taktik, Mehmet. Als nächstes verkauft dir jemand ein Apple iPhone 7 und bekommt daraufhin die Fragen von dem Verkäufer, hallo, noch da, wo kann ich es abholen? Daraufhin schreibt der Verkäufer des Handys, hallo, ja, ist noch da, wir können gerne einen Treffpunkt vereinbaren. Da wäre ich flexibel. Daraufhin schreibt dann allerdings der Käufer, haben Sie kein Zuhause? Also, ich würde mir echt mal gern die Leute hinter diesen Nachrichten anschauen. 2000 Euro? Nein. War nein. Musst du ja sagen. 2000 Euro nein. Ich sag ja. Ich laufe wieder nur klatschend durch mein Zimmer, Alter. Kommen wir allerdings nur noch zum letzten eBay-Chat-Fail für heute, meine Damen und Herren. Ich weiß. Es tut mir leid, die Folge ist schon wieder vorbei. Summa summarum juckt aber im Endeffekt niemanden. Hier verkauft jemand sein iPhone 10 und bekommt ein Gegenangebot von einem anderen eBay-User. Und zwar Matratze 2 Meter mal 2 Meter, Neupreis 950 tauschen. Er will also seine Matratze gegen das iPhone tauschen. Der Verkäufer des iPhones fragt, schenkst du mir die? Daraufhin der andere mit der Matratze, ja, wenn du mir das iPhone schenkst. Der bekommt dann allerdings die Antwort, im Traum, was soll ich mit einer durchgenudelten Matratze? Ciao, Kakao. Wahnsinn! Also wirklich! An der Stelle würde ich auch einfach nur noch sagen, ciao, Kakao.